Einmal schönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ein neuer Low-Budget-Held betritt die Bühne der Öffentlichkeit. Es ist ein Ukitel. Und zwar das Ukitel C25. Kann man direkt bei Amazon kaufen. Also ist nicht mal ein Gerät, was ihr jetzt zwangsläufig importieren müsst. Und kostet aktuell, ja, 120 Euro. Man kann wie immer einen Gutschein direkt auf der Angebotsseite anhaken. Und damit kostet das Gerät 110 Euro. Und ist ein aktuelles Gerät. Also läuft mit Android 11. Gibt es in grün und gibt es in schwarz. Ich hab's in schwarz. Lieferumfang werden wir uns gleich mal anschauen. Ist auch mit maßgeblich für die Preisgestaltung. Also 110 Euro, kein Import von Amazon. Das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Technische Daten. SoC. Nein, kein 6580. Die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Es kommt ein Unisoc zum Einsatz. Und das ist ungewöhnlich, weil meistens haben wir im Low-Budget-Bereich. Richtig. MediaTek. Ihr seid so gut informiert. Arbeitsspeicher 4 GB. Astrein. Schon solide. Festspeicher 32 GB. 32 GB, ja, ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Allerdings lässt sich der Speicher per MicroSD-Karte erweitern. Und da finde ich das auch gut, dass Ukitel zumindest die 4 GB Arbeitsspeicher verbaut hat. Weil die lassen sich ja nicht erweitern, der Festspeicher schon. Der Unisoc Tiger T310. Vielleicht noch ein paar Details zu den SoC. Im zweiten Quartal 2019 veröffentlicht. Der ist also nicht uralt, wie das häufig bei Low-Budget-Geräten der Fall ist. In 12 Nanometer gefertigt. Und es handelt sich hierbei um einen Vierkerner. Dabei ist das ein 1 plus 3 Kombination. Ein leistungsfähiger Kern. Und dann nochmal drei stromsparende. Der Leistungskern taktet mit 2 GHz, die stromsparenden mit 1,8. Als GPU kommt die PowerVR GE8300 zum Einsatz. Aber ich finde die Unisoc Tiger Serie, finde ich richtig potent. Display 6,52 Zoll groß, IPS HD+. 1600x720. Dual Wi-Fi AC 2,45 GHz, Bluetooth 5, USB 2.0 Typ C. Akku misst 5000 mAh. Ladegeschwindigkeit steht nicht hier da, bekommen wir aber gleich raus. Aber ihr merkt schon mal, für 109 Euro, für 110 Euro, absolut solid. Ach, die Kamera, ich fast vergessen. Ah, eine 13 Megapixel Sony Kamera. Im Übrigen 4G inklusive Band 20. Brauche ich eigentlich nicht mehr zu erwähnen, oder? Und natürlich ein Fingerabdruckscanner. Der ist auch dabei. Ja, es gibt noch eine 0,3 Megapixel Makrokamera, eine 8 Megapixel Front und eine 0,3 Megapixel Bokeh-Kamera. 0,3. Also die ignorieren wir an der Stelle mal. Und eine 8-Megapixel Frontkamera. Also in dem Preisbereich bin ich froh, dass die 13-Megapixel Hauptkamera vernünftige Fotos abliefert. Dazu kommen wir auch später noch. Jetzt machen wir aber erstmal ein Unboxing. So. Der hat mir hier ein bisschen Dokumentation. Ein USB-C-Kabel in schwarz und ein Ladegerät für europäische Steckdosen mit USB-A-Anschluss. Passend zu dem mitgelieferten Kabel. Und eine Ladeleistung von 10 Watt. Immerhin, Freunde. Ich hätte eigentlich 5 Watt erwartet, aber es ist 10 Watt. Das ist sehr gut. So, eine SIM-Nadel gibt es dann auch im Lieferumfang, sowie ein transparentes Case. Und das ist geil. Weil so haben wir alles im Lieferumfang eigentlich, was wir brauchen. Zumal, passt auf, wir nehmen noch die Display-Schutzfolie runter. Nee, die Transportschutzfolie. Denn drunter befindet sich noch eine Display-Schutzfolie, die schon vorinstalliert wurde. Und zwar blasenfrei. So, Rückseite nehmen wir auch noch hier die Folie runter. Es ist kein Kombo-Schacht, das heißt entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Es handelt sich hier um ein 100-Euro-Smartphone. Wir müssen uns mit unseren Ansprüchen also schon ein bisschen zurückhalten. Aber auch wenn wir das tun, muss ich sagen, sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Ist es natürlich hier ein Plastikgerät. Das heißt, Rahmen aus Plastik, die Rückseite ist aus Plastik, aber es handelt sich um ein Unibody. Da kennt man daran, dass wir eine SIM-Nadel eigentlich im Lieferumfang dabei haben. Ja, und hier ist auch der SIM-Schlitten. Schließt soweit vernünftig mit dem Gehäuse ab. So, die Rückseite ist nicht nur schwarz, wir haben ja auch noch so ein Wellenmuster mit integriert. Außerdem ist die Rückseite ein bisschen angeraut und damit ist das Gerät auch recht griffig. Hier ist der Lautsprecher, der ist leicht erhöht, finde ich gut, damit er nicht abgedeckt wird. Ukitel-Logo nur aufgedruckt und hier das Kameramodul. Also zwei Kameras sind echt ziemlich blöd. Nicht, aber die Hauptkamera klingt recht vielversprechend, schauen wir uns später noch an. Hier im Kameramodul befindet sich auch der Fingerabdruckscanner, macht dann den Rest der Rückseite ziemlich clean, drüber noch ein LED-Flash. So, auf der rechten Seite Power-On-Taste, Lautstärke-Wippe, gut verarbeitet, aber ebenfalls aus Plastik. Auf der oberen Seite haben wir gar nichts, auch kein zweites Mikrofon, lediglich die Frontkamera und natürlich die Hörmuschel in einer Tropfen-Notch untergebracht, auf der unteren Seite USB-C und das Mikrofon. Wir haben eine Gerätestärke von 9,6 mm, das ist jetzt nicht super schlank, aber noch im Rahmen. Gewicht beträgt 199,71 Gramm. Ja, Ukitel offensichtlich vorher meine Videos gesehen, weil ich immer sage, alles unter 200 Gramm, das ist noch in Ordnung. Und wir sind ja tatsächlich noch knapp unter 200 Gramm. Die Display-Schutzfolie ist nicht die beste, ihr seht, die verschmiert furchtbar. Brauche ich auch gar nicht zu putzen. Okay, und dann wären wir auch schon im System. Was uns hier wie immer auffällt ist, es handelt sich um Stock Android, hat hier den Nachteil, kein App-Drawer.
Vielleicht können wir uns den aber auch zurückholen. Gehen wir hier auf Start, Bildschirm, Einstellungen und schauen uns hier einfach um. Dynamisches Symbol, Kalender und Uhr. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Nummer, Notifications anzeigen, das geht. Also, dass in den Apps die Anzahl der Notifications angezeigt wird. Ja, aber wir können es trotzdem im App-Drawer nicht zurückholen. Das bedeutet, alle Apps liegen hier auf den Desktop-Seiten. Hier ist dann noch der Google-Feed, wie wir uns halt von Stock gewöhnt sind. Also, es ist nicht ganz Stock. Es ist halt Stock ohne App-Drawer. Wenn wir uns hier die Benachrichtigungsleiste und die Schnellstellungen runterziehen, auch da merken wir, unterscheidet sich hier nicht vom puren Android. Pures Android hat auch einen Vorteil, hier keine Bloatware. Stattdessen nur die G-Apps und die Android-Apps. Hier mein System gewechselt und wir gehen mal über das Telefon und mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Hier Android 11, natürlich nicht angelogen. Mit dem Stand, Sicherheitsupdate, 5. August 2021. Inwiefern sich hier noch was tut, kann ich an der Stelle natürlich noch nicht sagen. Das Gerät ist gerade erst auf den Markt gekommen. Wie ihr seht, haben wir die Gesten, die funktionieren auch ziemlich gut. Hier auf dem Taskmanager ist schon einiges offen. Und jetzt genau hier könnt ihr das sehen. Jetzt ist hier die kleine Notification, ja, mit 19. In dem Fall betrifft es Gmail, 19 Nachrichten. Alles klar. Das Display, da bin ich gar nicht groß drauf eingegangen. Die Farbwiedergabe ist fantastisch. Die Auflösung ist ausreichend für die Displaygröße. Display-Body-Verhältnis ist an drei Seiten eigentlich ziemlich gut. Oder sagen wir mal vernünftig. Lediglich das Kinn ist doch recht dick geraten. Aber im Allgemeinen sieht das Gerät soweit recht modern aus. Sieht eigentlich nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind, nicht wie ein Budget-Gerät aus. Ich würde das Display eigentlich auch abfeiern wegen der guten Blickwinkelstabilität, den guten Farben und der ausreichenden Schärfe. Aber 193 Lux maximal Helligkeit ist echt schlecht. Okay, sind wir mit dem System durch. Kann man nicht viel dazu sagen. Es ist halt Stock. Ihr habt einen Play Store, könnt alles runterladen, alles installieren. Kompatibilitätsproblem manchmal bisher nicht. Die Hardware ist hier ja auch noch relativ aktuell. Wir kommen mal zu den Benchmark-Ergebnissen. Und da fangen wir an mit einer AnTuTu in der Version 9. Und wir kommen auf 145.000. Hier wieder mit 3D Mark Lite, der uns keine GPU-Werte hier ausgegeben hat. Das heißt, mit GPU-Test, der wie gesagt hier bei 0 ist, wahrscheinlich nicht kompatibel, wären wir auf, keine Ahnung, 170.000, 180.000 gekommen. Und das ist in dem Preisbereich auf jeden Fall richtig vernünftig. Schauen wir uns mal noch die Geekbench-Werte an. 363 im Single-Core und 715 im Multicore von Geekbench 5 gemessen. Das ist auch ganz okay. Wieder gemessen an den Preisbereichen. Da sehen wir schon mal, ja, Android kann man damit schon vernünftig betreiben. Ihr habt ja auch gesehen, klar, es ruckelt alles immer mal so ein bisschen ab. Aber es ist alltagstauglich. Sieht man hier auch am Work 3.0 Performance-Test von PCMark 6909 Punkte. Echt solide. Ist sogar mehr als der P23 uns hier liefern würde. Slingshot Extreme 3D-Mark. Ja, Gaming-Test kann man sich hier eigentlich... Naja, es ist kein Gaming-Gerät. Ich denke mal, bei dem Preis ist das klar. 389. Und zu guter Letzt natürlich noch der Work 3.0 Battery Life Test. Also ich muss sagen, die 5000 mAh, die hier von UKTEL angegeben wurden, kaufe ich nicht wirklich ab. 10 Stunden 13 ist kein schlechter Wert, sage ich euch so, wie es ist, dass es mehr als ein Xiaomi 12 Pro zum Beispiel liefern würde. Und man kommt hier locker über einen Tag. Am zweiten Tag muss man laden bei durchschnittlicher Nutzung. Ist kein schlechter Wert, aber mit dem Akku hätte ich eigentlich einen höheren Wert hier vermutet. Auch wenn man die ganze Hardware hier noch mit einbezieht in diese Überlegung. Es ist am Ende kein schlechter Wert. Der durchschnittliche User wird damit zufrieden sein. Das gilt auch für die Kamera. Ja, blende ich euch mal Bilder ein. Ich habe jetzt nur Bilder mit der Hauptkamera gemacht, weil Bokeh habe ich jetzt gerade keine Möglichkeit gehabt, das auszutesten. Und Makromodus habe ich jetzt ja gar nicht gefunden. Ja, keine Ahnung, was mit dem Makromodus steht ja eigentlich da, dass es eine Makrokamera gibt. Aber ehrlich gesagt finde ich den Modus dafür überhaupt gar nicht. Aber bei der Auflösung muss man den ja auch nicht nutzen. Die Hauptkamera... Ihr seht ja die Bilder und wenn man bedenkt, dass das Gerät 110 Euro kostet, muss ich sagen, sind die Bilder vollkommen okay. Wirklich hier nur so als Point-and-Shoot-Kamera. Pro-Modus jetzt für Künstler oder so, das ist alles totaler Blödsinn. Farbwiedergabe ist okay, die Schärfe ist überraschend gut, muss ich sagen. Der Weißabgleich liefert uns eine vernünftige Farbwiedergabe. Sagen wir mal, so ist schon halbwegs realistisch. Die Farben sind manchmal ein bisschen verwaschen, aber es war jetzt auch nicht das beste Wetter gewesen. Autofokus ist zuverlässige Geschwindigkeit der Kamera, ist auch okay, sagen wir okay. Manchmal ist es ein bisschen behäbig. Was mir gar nicht gefällt hier, das ist der Dynamikumfang, aber ganz ehrlich, das schwächelt in dem Preisbereich wirklich immer. Das kriegen die immer noch nicht gebacken. Das heißt, bei schwierigen Lichtverhältnissen ist es entweder zu dunkel oder es ist halt zu hell. Also es kann sein, dass Stellen ausbrennen oder dass man andere Stellen halt nicht erkennt. Muss man sich halt immer entscheiden, was man halt haben möchte. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist die Kamera vernünftig. Ich blende euch noch ein Video ein. Und da ist genau das Gleiche. Passt absolut. Sicherlich nicht videostabilisiert, aber so von der Schärfe her und von der Qualität im Allgemeinen. Das passt. Frontkamera ebenfalls ein Video mal für euch. Und auch hier nicht das Beste, was man kriegen kann, aber in dem Preisbereich ist es okay. So, mein Gaming-Test.
Auge sind Zeug. Okay, gehen wir mal zurück ins System. Zup. So, sieht es natürlich noch offen. Mal zurück. Ah ne, jetzt sind wir jetzt in der Galerie. Wo ist mein Spiel? Hier ist mein Stil. So, sind wir wieder drin. Geht eigentlich. Multitasking geht ja doch klar. Okay, da haben wir jetzt ja mal noch zwei Sachen rausgekriegt. Nämlich erstens, man kann mit dem Gerät auch durchaus zocken. Der T310, der packt das schon. Und wir haben auch den Lautsprecher gehört. Ja, klingt ein bisschen blech. Maximale Lautstärke ist okay, Qualität ist nicht besonders. Es ist auch nur Mono, aber zum Zocken reicht es, um sich mal ein Video anzuschauen. Es hat nur nicht der größte Genuss, sag mal eher funktional. Die Zockerei war ich ja auch ein bisschen überrascht, dass jetzt der 8300 mit PowerVR das ganz gut hinbekommen hat. War jetzt natürlich nur auf HD, weil mehr kann ja das Display nicht. War auch niedrige Details gewesen. Aber immerhin, es ist ein Shooter, es ist Call of Duty und es lief. Und ich war jetzt auch nicht alleine im Game, sondern es war ja Team Deathmatch gewesen. Macht auch Spaß, ab und zu gibt's kleinere Lags. Hat mich jetzt nicht so krass beeinflusst, aber ich würde es euch jetzt auch nicht vorenthalten. Wer aber mal so ein bisschen datteln möchte, ja, Call of Duty ist ja schon ein recht anspruchsvolles Game, geht mit dem Telefon auch. Und ein Fazit muss ich sagen, für 110 Euro ist das absolut in Ordnung, als Daily passt das schon. Leistung her ist okay, reicht ja, wie wir festgestellt haben, auch um zu zocken. Android läuft soweit vernünftig, alles ist immer mal mit so Übergangsrucklern versehen. Speicher, 32 GB tatsächlich ein bisschen knapp. Kann man sich auch per MicroSD-Karte erweitern. 4 GB Arbeitsspeicher, absolut solide. Betriebssystem, Android 11, passt. Sicherheitsupdates, boah, da müssen wir schauen. Ich denke mal, es werden Updates kommen, aber ob noch der Sicherheitsstand hier nochmal aktualisiert wird, das weiß ich natürlich wie immer nicht. Displaygröße, die Blickwinkelstabilität, die Farben, Auflösung, es geht alles klar. Nur die Helligkeit. Mit der Helligkeit, da hängt das Gerät hinterher. Laufzeit, über 10 Stunden, absolut ausreichend. Also ich finde, Oukitel bringt hier echt ein sehr vernünftiges Gerät für 110 Euro an den Start. Viele werden damit zufrieden sein, vor allem diejenigen, die nicht die krassen und speziellen Anforderungen haben an die Kamera. Ach, Kamera habe ich vergessen. Also, die zwei Subkameras da, aber die Hauptkamera macht in dem Preis vernünftige Fotos. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich bin zufrieden mit dem, was Oukitel hier abliefert. Ist auch vernünftig verarbeitet, die Optik ist auch okay. Es sieht sogar recht modern aus. Ist, und das ist das Wichtige, ein vernünftiges Smartphone. Wie gesagt, links unten in der Videobeschreibung zu Amazon gibt es zwei verschiedene Farben. Und ich danke euch immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es mal wieder fantastisch, hier ein Low-Budget-Gerät auf meinem Kanal zu sehen. Und auch mal wieder so ein Klassiker wie Oukitel. Und ich hoffe, ihr lasst mir dafür einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mal wieder freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu hier seid. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.